Willkommen zur fünften Coffee Cup Lerneinheit von dem Modul Digitale Bilder. In dieser Einheit lernen wir die Grundfunktionen von GIMP kennen. Verkleinern, Zuschneiden und Einfärben eines Bildes sowie das Hinzufügen von Texten und Filtern. Viel Erfolg! Sobald Sie das freie Bildbearbeitungsprogramm GIMP erfolgreich installiert haben, können wir auch gleich mit der Bearbeitung eines Bildes starten. Das für die Coffee Cup Lerneinheit 3 heruntergeladene Bild habe ich hier erneut geöffnet. Mein Ziel für diese Einheit ist es, dieses Bild zum Deckblatt einer Einladung zum Sportfest zu machen. Möchte ich das Bild verkleinern, so gehe ich in der Menüleiste oder per rechten Mausklick auf Bild, Bild skalieren. Je nachdem, in welcher Größe ich das Bild benötige, gebe ich die Maße an. Für den Druck ist mein gewähltes Bild mit 300 dpi auf jeden Fall qualitativ ausreichend. Das Bild wird proportional skaliert und die Ansicht verkleinert sich dementsprechend. Da die Ansicht des Bildes nun sehr klein ist, zoome ich auf 80% heran. Für meine Einladung möchte ich nicht das gesamte Bild verwenden, sondern nur einen Ausschnitt. Auf der linken Seite finden wir in der Werkzeugbox von GIMP das Auswahlwerkzeug. Dieses benutzen wir, um das Bild zuzuschneiden. Die Auswahl kann ruhig über den Rand hinausgehen. Unter Bild, Auswahl zuschneiden stellt das Programm die Auswahl frei und löscht den Rest. Ich möchte im unteren Bereich eine leere Fläche als Hintergrund für meinen Text haben. Hierfür muss ich in erster Linie eine sogenannte Ebene, die über dem tatsächlichen Bild liegt, erstellen. Erneut wählen wir das Auswahlwerkzeug, wählen eine Auswahl und können das Bild für die Bannerbearbeitung unsichtbar schalten. Um diese Auswahl einzufärben, müssen Sie die Vordergrundfarbe ändern. Nachdem Sie das Einfärbewerkzeug gewählt haben, klicken Sie dafür in das Farbfeld und wählen eine beliebige Farbe. Ich habe hier Weiß gewählt. Um einen Text einzufügen, wählen wir das Textwerkzeug und klicken in das Bild. Ein Textfeld wird erstellt und wir können mit der Eingabe starten. Ist das Feld zu klein, lässt es sich an den Ecken vergrößern. Durch das Markieren des Textes lassen sich die Größe, Schrift und Farbe problemlos ändern. Zum Verschieben von Elementen dient das Auswahlwerkzeug. Wir klicken auf einen Buchstaben in das Textfeld, um die Schrift auf eine andere Position zu verschieben. GIMP bietet allerhand unterschiedliche Effekte. Ich möchte Ihnen zwei vorstellen. Um einen Filter auf das Bild bzw. nur Bildelemente zu setzen, muss man wieder eine Auswahl treffen. Ich möchte, dass der obere Bereich etwas verschwimmt. Dafür wähle ich unter Filter den Scharfzeichner. Auf dem mittleren Teil wenden wir einen anderen Filter an. Ich habe den Cartoon-Effekt gewählt. Diesen Filter findet man unter Kunst, Cartoon. Zum Abspeichern der Datei gehen wir auf Datei, Exportieren als und wählen das gewünschte Bildformat aus. Ich habe das Format JPEG gewählt. Achten Sie darauf, dass beim Abspeichern der Datei auch die Endung zum Dateityp passt. Dieses muss man bei GIMP händisch ändern. Sie haben nun das Programm GIMP kennengelernt. Viel Spaß beim Ausprobieren weiterer Effekte und Bearbeiten Ihrer Bilder.